Shaolin Kung Fu, die Königsdisziplin der Kampfkunst. Ihr gefürchteter, sagenumwobener Ruf entstand auf den Schlachtfeldern des alten China. Aber ihr Ursprung liegt in der Wiege des Zen-Buddhismus, dem Shaolin-Kloster. Um die Geheimnisse dieser spirituellen Kampfkunst zu lüften, muss ich mir das Ganze von innen ansehen. Bootcamp trifft es ganz gut. Mein Name ist Jason Scott Lee. Ich bin Schauspieler und übe mich seit 20 Jahren in Bruce Lees Kampfkunst des Jeet Kune Do. Zwei Wochen lang wird mein Leben rund um die Uhr aus Kung Fu bestehen. Unter Anleitung der Meister des Shaolin-Klosters gehe ich an meine Grenzen. Wenn ich versage, muss ich das Kung Fu Bootcamp verlassen. Wenn ich mich beweise, bekomme ich einen Platz in dieser elitären Einrichtung und lerne, was einen Shaolin-Kämpfer ausmacht. Wir sind unterwegs zum sagenumwobenen Shaolin-Kloster. Es ist praktisch das Mekka für Kampfkunstbegeisterte auf der ganzen Welt. Die Mönche dort haben rund 1500 Jahre lang den Frieden bewahrt und ihr Land und die Kaiser Chinas verteidigt. Ihre Kampfkünste sind hoch angesehen. Vom Shaolin-Kloster habe ich schon als Kind gehört. Mein Vater ist mit uns immer in alte Kung-Fu-Filme gegangen. Als Kind ist man davon einfach fasziniert, wie sie da rumfliegen. Die scheinen ja fast Superkräfte zu haben. Ich wollte schon immer rausfinden, was dahinter steckt. Im Shaolin-Kloster zu bestehen, ist wohl der Traum eines jeden Kung-Fu-Schülers. Ich hoffe, meine 20 Jahre Erfahrung im Jeet Kune Do, in denen ich auch andere in dieser Kampfkunst unterrichtet habe, ebnen mir den Weg in dieses Heiligtum. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Vielleicht habe ich den weiten Weg umsonst gemacht und werde direkt wieder weggeschickt. Ich suche Meister Yan Chen. Das bin ich. Wenn du Shaolin Kung Fu lernen willst, muss unser Abt dich als Schüler aufnehmen. Dann werde ich dich im Kung Fu unterrichten. Folge mir. Danke. Wow, ich kann kaum glauben, dass ich hier bin. Wahnsinn. Das Shaolin-Kloster wurde im 5. Jahrhundert nach Christus in den dichten Wäldern am Song erbaut und gehört heute zum UNESCO-Weltkulturerbe. Über die Jahrhunderte ist es von Räubern angegriffen, von Rebellen geplündert und viele Male wieder aufgebaut worden. Das hat Spuren hinterlassen. Aber hier herrscht noch immer eine ganz besondere Atmosphäre. Den Mittelpunkt des Klosters bildet der große Betsaal. Hier kommen bis zu 100 Mönche zu verschiedensten Aktivitäten zusammen. Vom täglichen Gebet bis zu großen Feierlichkeiten. Und hier entscheidet der Abt heute, ob ich würdig bin, ein Schüler der Shaolin zu werden. Hier werden nur anständige Männer unterrichtet, also führe dich gut. Bevor ich dich aufnehmen kann, stelle ich dir einige Fragen. Hast du das Einverständnis deiner Eltern, ein Schüler des Shaolin-Klosters zu werden? Ja. Laufen Gerichtsverfahren gegen dich? Nein. Hast du Schulden? Nein. Bist du über 18? 45. Die Fragen haben mich verunsichert. Manche waren sehr persönlich. Ich wusste nicht, welche Antworten gewünscht waren.
Und ob sie mich rauswerfen, wenn ich etwas Falsches sage. Du erfüllst die Anforderungen. Wir nehmen dich auf. Ich habe versucht zu erklären, warum ich hier sein möchte. Das hat wohl ganz gut funktioniert. Ich gratuliere zur Aufnahme. Jetzt werden dir, wie allen hier, die Haare abrasiert. Shaolin-Mönche tragen eine Glatze, um zu zeigen, dass sie Buddha ergeben sind. Die Rasur ist ein symbolischer Reinigungsvorgang. Ich lasse weltliche und materielle Bedürfnisse hinter mir, um erleuchtet zu werden. Fühlt sich gut an. Nachdem die Formalitäten erledigt sind, beginnt mein Training. Meister Yan Chen gibt mir einen Vorgeschmack auf das Kung-Fu der Shaolin. Das sind die erfahrenen Schüler, die heute mit dir trainieren werden. Okay, fangen wir an. Das ist die Doppelpeitsche. Sie erfordert ein schnelles, starkes Handgelenk. Anfangs wirkten die Mönche sehr gelassen. Aber als sie loslegten, sah man, wie entschlossen und konzentriert sie kämpfen. Diese Mönche haben zwei gegensätzliche Seiten. Sie sind gleichzeitig auch Kämpfer. Ziemlich beeindruckende Waffe. Wahrscheinlich ist jeder gespannt, ob ich wohl einen Shaolin-Mönch schlagen kann. Aber warum sollte ich überhaupt gegen einen kämpfen? Vor allem, wenn man sich das hier anschaut. Ihnen können selbst die schärfsten Waffen nichts anhaben. Jetzt du. Ich? Ja. Das ist der Initiationsritus für Anfänger in der Gruppe. Jetzt habe ich ein Problem. Vorsichtig, nur ganz leicht. Vorsichtig. Oh, das tat weh. Sehr gut. Bevor bei den Shaolin Qigong trainiert oder mit Waffen gekämpft wird, muss der Schüler den Kampf mit bloßen Händen beherrschen. Heute lerne ich den berühmten Seven-Star-Mantis-Stil, eine der ältesten Kung-Fu-Formen. In ein paar Tagen wird überprüft, wie sauber meine Bewegungsabläufe sind. Wenn ich versage, muss ich das Kloster verlassen. Bevor du anfängst, demonstriert dir Xiao Song die Grundstellung. Okay. Xiao Song, führ sie vor. Der Legende nach sind die Bewegungen des Seven-Star-Mantis vom Sternbild des großen Wagens inspiriert. Sie sind auf Kämpfe auf engem Raum ausgelegt und können von kleineren Kämpfern gegen größere eingesetzt werden. Das macht auch vermeintlich Schwächere wie Xiao Song zur echten Herausforderung. Nicht schlecht für einen Sechsjährigen. Du wirst dich bald genauso flüssig bewegen wie wir. Nach 1000 Fauststößen hat der Körper die Abläufe verinnerlicht. Es ist viel schwerer, als es aussieht. Das macht mir echt Probleme, diese ganzen Feinheiten. Fast jede Bewegung dient zum Angreifen, Abwehren oder Schützen. Kein Problem. Alles klar? Du greifst in der Grundstellung nach der Hand. Verstehst du? Er hat meinen Arm und meine Schulter blockiert, indem er Druck auf den Arm ausgeübt hat. Der Tritt zwingt einen dann zu Boden.
Man kann das auch als Wurf ausführen. Es gibt viele Anwendungsmöglichkeiten. Du musst flexibel in den Bewegungen sein. Es gibt nicht nur eine Art, sie auszuführen. Du musst je nach Situation improvisieren können. Das ist Meditation und Bewegung. Es ist teils entspannt und teils eine Explosion des Qi. Ich weiß nicht, wann was angesagt ist. Also muss ich erstmal blind die Bewegungen erlernen. Ganz schön viel an nur einem Tag. Aber für Selbstmitleid bleibt keine Zeit. Wenn ich bleiben will, muss ich härter trainieren als jeder andere. Ein mir völlig neues Kung-Fu erlernen und die Geheimnisse des Seven-Star-Mantis entschlüsseln. Als Schüler des Shaolin Kung Fu muss ich in den nächsten 2 Wochen 3 Stunden am Morgen und 2,5 Stunden am Nachmittag trainieren. Die anderen Schüler machen das seit Jahren. Gerade bei den schwierigen Übungen kommt ein tolles Gemeinschaftsgefühl auf. Du musst auf die anderen vertrauen können. Darauf, dass dich jemand auffängt, wenn du fällst. Die nächste Aufgabe ist sehr wichtig. Eure Beine müssen dafür locker sein. Ich zeige dir, was du lernen kannst, sobald du die Dehnübung beherrschst. Yan Bing, komm her. Als er die Dehnübung demonstrierte, war ich echt verblüfft. Bei Shaolin Kung Fu denkt man an Fausthiebe, an Tritte und zerschlagene Dinge. Ich dachte, wow, das ist ein Aspekt von Kung Fu, den man selten sieht. Bei der Atmung, den Verdrehungen und dieser unglaublichen Beweglichkeit erinnert es eher an Yoga oder ayurvedisches Yoga. Ich hatte den Eindruck, dass er meditiert und dabei verschiedene Positionen einnimmt. Meister Yan Chen hat mir gesagt, dass die Meditation im Mittelpunkt steht. Sie ist ein wichtiger Teil des Shaolin Kung Fu. Das war mir völlig neu. Diese Seite kannte ich noch gar nicht. Das war echt faszinierend. Hier zu sein und so etwas zu erleben, ist eine ganz besondere Erfahrung für mich. Ich hatte keine bestimmten Erwartungen, aber die Shaolin-Mönche haben mir eine beeindruckende Vielfalt von Trainingsmethoden nähergebracht. Du musst hart trainieren, ja? Es geht weiter, beeilt euch. Meine mangelnde Beweglichkeit setzt mir echt zu. Ich muss mich mehr anstrengen. Und Meister Yan Chen kennt die perfekte Motivation. Die jahrhundertealte Halle der 1000 Buddhas, in der auch Kung Fu trainiert wird. Sie ist das älteste Gebäude des Klosters. Im Boden sind 48 kleine Mulden. Der Legende nach entstanden sie über die Jahrhunderte beim Kung-Fu-Training der Mönche. Sie lassen ihr Qi durch die Füße fließen und treten mit unglaublicher Kraft auf den Boden. Diese Mulden zeigen den hier herrschenden Geist der Shaolin. Man kann ihn zusammenfassen als: Rom wurde nicht an einem Tag erbaut. Kung-Fu lernt man nicht über Nacht. Und so eine Mulde entsteht nur mit viel Zeit und Schweiß. Inzwischen wird nur noch selten hier trainiert. Aber heute hast du die Möglichkeit dazu, gemeinsam mit ein paar Mönchen. Ich hoffe, du weißt das zu schätzen. Enttäusch mich nicht. Los,
Meister Yan Chen hat mich in die Trainingshalle gebracht, um mich zu inspirieren, damit ich mich anstrenge, um das Seven Star Mantis zu erlernen. Ich fühlte mich ganz klein. Ich meine, wer bin ich schon? Und jetzt stehe ich in dieser beeindruckenden historischen Halle. Ich bin nur ein winziges Pünktchen in der Geschichte. In Hunderten von Jahren, in denen hier Mönche ihr Qi trainiert und ihr Leben ganz dem Kung Fu gewidmet haben. Genauso, ja. Ich fühle mich dem kaum gewachsen, aber ich gebe mein Bestes, um die Bewegungen zu behalten und sauber auszuführen. So, verstehst du? Die Beine auseinander. Lehn dich nach links, okay? Meister Yan Chen sagt, es dauert tausende von Stunden, bis man sich alles eingeprägt hat. Das stimmt, denn der Körper muss die Abläufe verinnerlichen zu einem natürlichen Reflex. Und als Anfänger habe ich den noch nicht. Es ist, als würde ich ein Puzzle zusammensetzen, das einfach nicht passt. Das macht es so schwierig. Anfangs ist ein Tritt eben ein Tritt und ein Schlag ein Schlag. Im Training wird das komplett über den Haufen geworfen. Aber sobald man es gelernt hat, ist ein Tritt wieder ein Tritt und ein Schlag wieder ein Schlag. Der Grundgedanke ist also, dass man eine technische Phase durchläuft. In ein paar Tagen muss ich zeigen, was ich gelernt habe. Ob ich bleiben darf, hängt davon ab, wie ich mich dabei schlage. Und bin ich der traditionellsten Waffe der Shaolin wirklich würdig? Tag 4 meines Shaolin Kung Fu Trainings. Morgen müssen wir alle zeigen, ob wir das Seven Star Mantis beherrschen. Unser Prüfer ist Meister Yan Ti, der schon lange im Kloster lebt. Strengt euch an, verstanden? Verstanden! Die erste Gruppe! Ich darf keinen Fehler machen, sonst heißt es Hasta la vista, Baby. Tschüss, Kung Fu Camp. Ich kann nur beten und mein Bestes geben. Ich bin etwas angespannt und nervös. Als jemand von außen stehe ich noch mehr unter Druck, mich zu beweisen. Also muss ich Gas geben und versuchen, mich dem Rhythmus der Mönche anzupassen. Du, geh weg. Das wird nicht einfach. Und zu versagen ist hart. Zweite Gruppe, los! Beim Zuschauen ist mir aufgefallen, dass es bei manchen Mönchen nicht so gut läuft. Sie sind aus dem Takt gekommen. Diese werden von der Gruppe getrennt und mussten in den Mabum gehen, den Reiterstand. Nachdem ich das gesehen habe, bin ich erst richtig nervös. Ich war nicht völlig daneben, aber ein bisschen zu langsam, nicht ganz im Rhythmus. Ich dachte, das war's für mich hier im Shaolin-Kloster. Jason, zeig uns die Seven-Star-Stoßbewegung. Wir wollen sehen, ob du sie sauber ausführen kannst. Ich sollte zwei Bewegungen aus dem Seven Star Mantis zeigen, die man bei Angriffen ausführt. Das war meine Chance. Ich musste den Kerl in die Knie zwingen und zeigen, dass ich die Technik beherrsche.
gut. Was meint ihr, Meister? Gut. Du darfst weiterlernen. Aber du musst noch an deinem Seven Star Mantis arbeiten. Ihr könnt gehen. Ich bin erleichtert, dass ich es geschafft habe. Aber es war knapp. Und das in der allerersten Prüfung. Mir bleibt nicht viel Zeit, den wackeligen Start wegzustecken. Die nächste Trainingsphase steht an. Oh. Er hat nur die Finger benutzt. Die Mönche sind immer hochkonzentriert, egal was sie tun. Jason, heute lernst du den Mabu, den Reiterstand. Diese Pfähle in Form einer Pflaumenblüte stellen die Mönche selbst her. Darauf trainieren wir Beweglichkeit und Stabilität des Körpers. Die Übung erfordert höchste Konzentration. Ein falscher Schritt und du stürzt ab und verletzt dich. Das gehört zu den Grundübungen. Und die sind meist die anstrengendsten. Ich inspiziere gerade die Wassereimer. Die haben sicher mit dieser Folterübung zu tun. Los! Und tatsächlich, als erstes soll ich die Wassereimer mindestens 3 Minuten lang im Reiterstand halten. Leichter gesagt als getan. Jason, du trittst gegen Xiao Song an. Er hält den Chao Tian Deng-Stand auf einem Fuß, du den Reiterstand auf beiden Füßen. Der Verlierer macht 100 Liegestütze. Los! Rein körperlich ist das wirklich ein Bootcamp. Man muss sehr lange die Muskeln anspannen. Ich habe verloren. Ja, mach 100 Liegestütze. Xia Song, komm runter. Du hast gewonnen, darum musst du nicht 100 Liegestütze machen, also immer schön den Reiterstand üben. Du musst hart trainieren. Dann kannst du den Reiterstand 10 oder sogar 13 Minuten halten. Wenn du dich nicht anstrengst, gibt's kein Mittagessen für dich. Trainier weiter. Halten! Im Shaolin Kung Fu wird nicht nur mit bloßen Händen gekämpft. Über die Jahrhunderte sind mehr als 100 verschiedene Shaolin-Waffen entstanden. Im alten China waren die Fähigkeiten der Mönche im Umgang mit diesen tödlichen Geräten so hoch angesehen, dass die Generäle vom kaiserlichen Hof oft hergeschickt wurden, um von den Mönchen zu lernen. Meine nächste Aufgabe lautet, den Umgang mit einer dieser berühmten Waffen zu erlernen. Jetzt, wo ich es so weit geschafft habe, will ich natürlich nicht versagen. Für mich ist hier alles völlig neu und aufregend, genau wie diese Aufgabe. Da kommt auch etwas Angst ins Spiel, aber meine Angst habe ich mich ja schon immer gestellt. So mache ich es ja. Such dir eine Waffe aus. Es ist besser, mit einer Waffe zu trainieren, die man mag. Die sieht gut aus. Die nehme ich. Ja, gut. Vielleicht tue ich mir damit nicht weh. Der Langstock, eine gute Wahl. Das ist eine traditionelle Waffe des Shaolin-Klosters.
Zu Zeiten der Tang-Dynastie retteten 13 Shaolin-Mönche dem Thronfolger Li Shimin mit einem Langstock das Leben. Wenn du den Umgang damit beherrschst, kannst du problemlos jede andere Waffe schlagen. Das Waffentraining der Shaolin besteht oft aus Partnerübungen. So prägen sich die Abläufe besser ein und werden schneller. Andererseits kann ein falscher Schritt zum Verlust eines Fingers oder zu einer schweren Kopfverletzung führen. Mein Gegner tritt mit Doppelbreitschwertern an. Pass gut auf, ich zeige es dir. Die machen echt ernst. Sie gehen hart ran. Hast du aufgepasst? Bei euch sieht's einfach aus. Jetzt bin ich dran. Und merke schnell, wie kompliziert es ist. Du musst viel schneller stoßen. Wollt ihr meinen Puls fühlen? Man muss sich echt konzentrieren. Und das macht müde. Dann gerät man aus dem Rhythmus, schaltet in den Überlebensmodus und ist nicht mehr wirklich präsent. Die Angst vor einer Verletzung war die größte Herausforderung. Man muss den Stock oben halten, rechtzeitig aus dem Weg springen und genau auf die Position der Hände achten. Wenn du ihn so hältst, wirst du verletzt. Die Hände müssen weiter auseinander. Mein Gegner wirkt ein bisschen enttäuscht, dass ich nicht schneller lerne und so viele Anläufe brauche. Ich tue mich immer noch schwer damit, den Stock richtig zu halten. Sie fürchten wohl, dass ich nur ihre Zeit verschwende. Ich gebe mir Mühe, das nicht zu tun. In wenigen Tagen muss ich mein Können am Langstock unter Beweis stellen. Versagen kommt nicht in Frage. Außerdem lerne ich die Verbindung zwischen Zen-Buddhismus und Kung-Fu kennen. Das Shaolin-Kloster am Fuße des Berges Song in der Provinz Henan ist von über 30 Gipfeln umringt. Vor langer Zeit bildeten sie ein schier unüberwindbares Hindernis. Außerdem waren sie Anziehungspunkt für Anhänger des Buddhismus und des Daoismus. Für sie waren die Berge heilig und wurden als Teil einer Pilgerwanderung oder zur inneren Einkehr erklommen. An diesem Morgen folge ich ihrem Beispiel und besteige den Song zu Ehren von Bodhidharma, dem Gründer des Shaolin Kung Fu. Er soll in einer nahegelegenen Höhle unglaubliche 9 Jahre lang meditiert haben. Laufschritt! Los! Schneller! Beeil dich! Ich habe ja nicht geahnt, dass der Aufstieg selbst schon zur Übung gehört. Alles, was die Shaolin-Mönche tun, ist eine Mischung aus Übung und Training. Wie jetzt eine fast senkrechte Treppe auf einen Gipfel hochzurennen. Meine Beine tun weh. Während wir rannten, hatte ich das Gefühl zu verstehen, worum es im Zen der Shaolin geht. Nämlich Hindernisse hinzunehmen und Schmerz auszuhalten. Das war eine tolle Erkenntnis, während ich mich den Berg hochschleppte. Schneller, Beeilung! Gut, kleine Pause. Das ist die Höhle des Bodhidharma. In dem Schrein steht eine Statue von ihm. Bodhidharma fuhr von Indien über das Meer nach China, um seine Lehren vom Zen-Buddhismus zu verbreiten.
Die fremde Sprache war kein Hindernis. Er hatte viele Methoden, anderen seine Lehren näher zu bringen. Während er mit Blick auf die Wand meditierte, entwickelte er die berühmten Übungen für Muskeln, Sehnen und Bänder. Und die 8 Brokate. Dieser Berg hat 5 Gipfel. Und die Höhle liegt am mittleren Gipfel. Ist also ein verheißungsvoller Ort mit gutem Feng Shui. Diese Gegend hat etwas Mystisches. Der Wind, der Nebel, der Blick auf die Berge, die Zikaden zirpen. Ich kann mir vorstellen, wie es damals hier war. Schneller! Beeilung! Vorsicht beim Abstieg! Los, los! Der Abstieg ist also auch wieder eine Trainingseinheit, eine weitere Übung. Alles, was wir tun, soll uns zu besseren Shaolin-Kung-Fu-Kämpfern machen. Wir trainieren heute Stärke und Beweglichkeit, verstanden? Verstanden! Üben wir, die Stufen herunterzukrabbeln. Los! Ich mache mir echt Sorgen. Das sieht schwierig aus. Es ist furchtbar steil. Womöglich rutsche ich ab oder meine Arme geben nach. Und ich falle mit dem Gesicht auf die Steinstufen. Komm schon. Am Anfang dachte ich, ich schlage mich ganz gut. Die Mönche hatten keinen allzu großen Vorsprung. Und dann die nächste Herausforderung, nämlich mit Xiao Song mitzuhalten. Und ich wollte es ihm echt zeigen, dieses Kind hat mich schon zu oft geschlagen. Schneller! Mehr Stabilität! Jason, überhol Xiao Song! Du schummelst! Hinterhältig, diese Mönche. Ein harter Morgen und Entspannung ist noch nicht in Sicht. In den letzten Tagen habe ich viel trainiert, um den Umgang mit dem legendären Langstock zu lernen. Richtig eingesetzt, kann man den Gegner damit aus verschiedenen Richtungen aus der Distanz bekämpfen. Falsch eingesetzt, wird er zu gefährlichem Ballast. Am Nachmittag ist es dann soweit. Wir müssen unter Beweis stellen, dass wir den Umgang mit unseren selbstgewählten Waffen beherrschen. Ich muss glänzen, wenn ich in die letzte Trainingsphase kommen will. Bewertet werden wir von einem erfahrenen Meister, der seit 20 Jahren im Shaolin-Kloster lebt. Yan Zuhang. Wow. Meister Zwang ist ein echter Brocken. Man sieht ihm nicht an, was er denkt. Meister, wie war seine Leistung? Annehmbar. Er muss noch entschlossener werden. Er soll fleißig weiterüben. Danke! Danke! Ich stehe da, warte, bis ich dran bin und sehe den Mönchen zu. Das macht mich echt sprachlos. Das ist schon fast Perfektion. Und alle finden Meister Zhuangs Zustimmung. In Ordnung. Danke! Ich sitze noch immer wie auf heißen Kohlen. Ich fühle mich schon etwas sicherer. Ich kenne die Bewegungsabläufe, aber das gewisse Etwas fehlt mir noch. The puzzle that's still not there. Yan Chui, Jason! Hoffentlich kanzelt er mich nicht ab. Wenn ich verliere, muss ich vielleicht das Kloster verlassen. Es ist völlig offen. Wah!
Er wirkt insgesamt noch etwas unsicher. Aber was er innerhalb weniger Tage gelernt hat, verdient Anerkennung. Ihr müsst weiter hart trainieren. Ihr könnt gehen. Danke. Das war echt knapp. Um Haaresbreite geschafft. Ich bin ziemlich erleichtert. Ich hatte einen guten Partner. Unser Timing war gut. Meister Zwang war sehr nachsichtig mit mir. Ich weiß, dass ich nicht perfekt bin. Nicht präzise genug, aber wenn ich daran arbeite, werde ich sicher noch besser. Mit harter Arbeit und etwas Glück habe ich es in die nächste Phase geschafft. Aber wenn ich am Leben bleiben will, brauche ich wohl etwas mehr. Nur 300 Meter westlich vom Shaolin-Kloster liegt ein 1000 Jahre alter Friedhof, der sogenannte Pagodenwald. In diesen 200 beeindruckenden Steinbauten ruhen die Gebeine der verstorbenen Äbte des Shaolin-Klosters als heilige Andenken ihrer Verdienste um den Zen-Buddhismus und das Kloster. Die älteste und beeindruckendste Pagode wurde bereits zu Zeiten der Tang-Dynastie erbaut, um das Jahr 700 nach Christus. Für die Mönche ist der Pagodenwald nicht nur ein Ort des Gebets und der inneren Einkehr, sondern auch ein Trainingsgelände. Meine nächste Aufgabe ist wohl die schwerste von allen. Ich erlerne hartes Qigong, eine Atemübung, die die Konzentration schärft und Kontrolle über das Qi, die Lebensenergie, verschaffen soll. Wer sie beherrscht, kann sich förmlich in einen menschlichen Schild verwandeln. Das hier soll ich in meinem Abschlusstest vollbringen. Wenn meine Mitstreiter auf Messern und Nägeln liegen, lege ich mich obendrauf mit einem 15 Kilo Betonklotz auf der Brust, der mit einem Vorschlaghammer zerschmettert wird. Oh shit! Das soll ich machen? Das ist verrückt. Wow. Das ist fies. Mann, was zur Hölle? Ich stehe da, guck mir das an und denke mir, die Jungs haben hart trainiert. Das war sicher eine Menge Arbeit. Sie wissen um die metaphysischen Aspekte der Übung und wie sie sie durchführen müssen. Das ist Wissenschaft. Sie beherrschen es so gut, dass sie sich dabei nicht verletzen. Mit viel Training kommt man sicher an diesen Punkt, aber so ad hoc traue ich mir das nicht zu. Bis heute hatte ich immer das Gefühl, mit harter Arbeit und etwas Glück alles schaffen zu können. Aber das hier ist ernsthaft gefährlich. Das darf ich nicht auf die leichte Schulter nehmen. Kann ich wirklich an einem Tag lernen, mein Qi zu lenken und einen Angriff mit dem Vorschlaghammer überleben? Atme ein.
Konzentrier dich auf den Unterbauch. Konzentrier dich. Keine Ablenkung. Gehen wir etwas in die Hocke. Lockere deine Ellbogen und konzentrier dich auf den Unterbauch. Konzentrier dich, keine Ablenkung. Fühlst du den Fluss des Qi? Gut, atme ein. Jetzt lenke dein Qi. Ich schlage dich mit zwei Stäben. Mal sehen, ob du die Schläge mit deinem Qi abfangen kannst. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Du hast umgesetzt, was ich dir beigebracht habe. Hast du Schmerz gespürt? Nicht schlecht. Du hast dich gut geschlagen. Sieht aus, als seist du mit dem Herzen dabei gewesen. Wow, das war krass. Echt krass. Ich habe ein klein wenig Schmerz gefühlt. Aber nicht so, dass er mich verletzt hätte. Ich fühle mich seltsam gefestigt. Es ist etwas blau, ganz leicht geschwollen. An der Stelle hat mich der Stab getroffen, nachdem er an meiner Schulter zerbrochen ist. Das zeigt ganz deutlich, wo das Qi zentriert war. Denn an der Schulter, wo der Stab zerbrochen ist, tut mir gar nichts weh. Mich überzeugt das. Meine erste Erfahrung mit hartem Qigong war ein echter Kick fürs Selbstvertrauen. Aber reicht das auch, um den Abschlusstest zu bestehen? Heute ist mein letzter Tag im Shaolin-Kloster und ich stehe vor der ultimativen Prüfung im harten Qigong, einer riskanten Übung namens Berg aus Messern, Bett aus Nägeln. Bewerten wird mich wieder Meister Yan Chang. Teil der Prüfung sind ein Vorschlaghammer und eine Betonplatte, die auf meinem Körper zerschmettert wird. Zwei Mönche liegen unter mir, einer auf Messern und einer auf Nägeln. Das ist das fortgeschrittene Level im Qigong und ich habe Angst, dass was schief geht, dass jemand sich im Timing vertut. Was, wenn etwas passiert? Es ist ziemlich riskant. Ich hoffe, dass ich mir keine Rippen breche oder mein Kehlkopf zerschmettert wird. Wir werden sehen. Eins, zwei, drei!
Eins, zwei, bam! Nach dem Schlag bin ich erstmal sicher gegangen, dass mir nichts fehlt. Mir tat nichts weh. Eine Riesenerleichterung. Wart ihr mit Yan Meng, Yan Li und Jason zufrieden? Insgesamt waren sie sehr gut. Vor allem Jason, dem es in nur zwei kurzen Wochen gelungen ist, die nötigen physischen und psychischen Grenzen zu überwinden. Er ist ziemlich gut. Er hat eindeutig bestanden. Jason, sehr gut. Meister Yan Zhuang hat dich gelobt. Nutze dein Qi weise und lerne immer mit Hingabe. Das war irre, wie im Rausch. Ich bin total aus dem Häuschen. Nach dieser allerletzten Prüfung geht meine Zeit im Shaolin-Kloster zu Ende. Ich kann kaum glauben, dass ich mich jetzt verabschieden muss. Diese Erfahrung werde ich für immer im Herzen tragen. Vom Abt handgeschrieben. Ich kam mit dem Kindheitstraum hierher, ein Shaolin-Mönch und Kämpfer zu werden. Aber nachdem ich das Leben und die Menschen hier kennengelernt und mehr über die wahre Natur des Shaolin-Kung-Fu erfahren habe, muss ich feststellen, dass ich ein ganz falsches Bild davon hatte. Was ich von hier mitnehme, ist etwas viel Größeres, etwas völlig Unerwartetes. Ein Teil davon ist Freundschaft, ein Teil davon ist Qigong, was meiner Gesundheit gut tut. Und ich weiß jetzt, dass hier Menschen wie du und ich leben, die sehr hart trainieren und große Opfer bringen. Das alles hat mein Bild vom Ganzen noch ergänzt und meinen Traum ein Stück erleuchtet. Wenn ich darüber nachdenke, tief in mich gehe und mich frage, ob das Shaolin-Kloster auch in Zukunft Bestand haben wird, über das 21. Jahrhundert hinaus, glaube ich, dass es die Kraft hat, sein Bestehen zu sichern. Ich mag die Vielfalt, die das Kloster mit sich bringt. Ich mag diese innere Stärke fernab der Technologie. Der Grundstein für alles ist, mit sich selbst im Reinen zu sein. Nur so ist Frieden auf der Welt möglich. Damit transportiert das Shaolin-Kloster eine kraftvolle Botschaft, die man nicht an vielen Orten findet.